Hold up. Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Commentary hier auf meinem Kanal. Ich bin hier heute eigentlich ja mit Snipergott dran und ich habe mir gedacht, ja, kannst ja eigentlich mal verbinden, weil gestern das Video hat mir einfach mal wieder richtig Spaß gemacht, muss ich einfach so sagen. Und ich habe wieder Gefallen daran gefunden, das zu machen, was ich früher, wofür ich früher bekannt war, so, weil das einfach... Es macht einfach Spaß, zumindest mir halt. Und ihr habt es anscheinend auch gefeiert, ihr fand das Thema natürlich auch ziemlich gut. Aber dazu komme ich gleich noch zu sprechen. Erstmal wollte ich euch jetzt erklären, was das überhaupt ist, was ich früher gemacht habe und was ich jetzt wieder so ein bisschen reinbringen will. Ja, ihr habt ja gestern so ein bisschen das gesehen, wo ich einfach live gespielt habe und einfach nebenbei wirklich ein Commentary sozusagen gemacht habe. Als würde ich gerade mich hier hinsetzen und ein nachkommentiertes Video für euch einfach aufnehmen. Das Ganze ist einfach nur so, ich spiele live, ihr seht mich zocken, das heißt, ihr habt die Verbindung zu COD und nebenbei habt ihr noch einfach mein normales Commentary. Eigentlich ganz lustig, würde ich mal sagen, ist für alle was dabei. Ich gehe ab und zu mal auf Gameplay-Szenen ein und ich denke, da müssen eigentlich alle zufrieden sein. Ich weiß es nicht, heute wird es wahrscheinlich nicht Snipergott im Titel stehen oder halt irgendwie es hier um krasse Sniper-Kills gehen und so ein Shit, weil ich habe auch gerade eine ziemlich schlechte Verbindung. Deswegen werde ich einfach nur ein bisschen spielen und nebenbei halt sozusagen mein Thema hier abarbeiten. Und ich finde, ich habe heute wieder was ganz Cooles dabei, wo man viel drüber nachdenken kann und was mir eigentlich so ein bisschen gute Gedanken sozusagen macht in dieser Szene, in der wir eigentlich alle drin sind. Weil ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, warum sind wir alle hier? Und vielleicht werden einige von uns jetzt von euch jetzt denken, es geht jetzt irgendwie darum, dass ich erzähle, wie die Menschheit entstanden ist oder irgendwie sowas, was ja eigentlich mit uns, beziehungsweise mit uns als Zockern halt nichts zu tun hat. Ich hatte ja ein FAQ mit meinem Bruder gemacht, da hatte ich das auch schon mal erwähnt, dass ich sowas machen werde. Also für die Leute, die das gesehen haben, wissen jetzt vielleicht Bescheid, worum es geht. Auf jeden Fall soll es darum gehen, warum wir Zocker alle hier sind und warum wir diese Spiele spielen. Besonders jetzt COD. Einfach mal so als Beispiel, weil wir sind ja alle COD-Spieler so fast, die hier zugucken. Oder zumindest größtenteils, so. Auf jeden Fall habe ich mir da irgendwann mal drüber Gedanken gemacht und ich hatte mir hier so einen kleinen Zettel gemacht, da habe ich das kurz draufgeschrieben, ja, natürlich mit der besten Schrift der Welt, weil ich kann ziemlich gut und sauber schreiben, muss ich echt sagen. Drauf geschissen. Ja. Warum sind wir alle hier? Warum zocken wir? Warum machen wir uns diese Arbeit? Warum nimmt das so viel Zeit in Kauf? Warum vernachlässigen wir da teilweise Schule? Warum... Ja, warum machen wir das Ganze? Und das Ganze, ich finde einfach, also ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht. Und für mich ist es einfach so, am Anfang klar, man fängt an, ein Spiel zu spielen. Bei mir war es zum Beispiel Uncharted 3, es geht jetzt rein um Multiplayer. Und es fängt einfach an, einen dadurch zu fesseln, dass man aufsteigen kann, dass man neue Sachen freischaltet, dass man jetzt, oh, man hat jetzt die Waffe, man hat jetzt eine bessere Waffe als der Gegner vielleicht, weil man halt die Waffen mit Level freischaltet. Man hat einfach dieses Gefühl, okay, jetzt bin ich ein bisschen stärker geworden, jetzt kann ich mehr erreichen. Man hat dieses Fortschrittsgefühl, man hat einfach Spaß am Spielen selber gehabt und das Spiel war auf jeden Fall im Vordergrund. So, aber mit der Zeit ist es dann einfach so geworden, dass man dann Skype für sich entdeckt hat oder Teamspeak oder sämtliche andere Plattformen, wo man sich vielleicht unterhalten kann und so weiter und so fort. Und man einfach diese Bindungen im Internet geknüpft hat. Ganz viele Zockerfreundschaften sind entstanden und man hat einfach zu Black Ops 2 Zeiten war zum Beispiel das Spielen immer noch sehr im Vordergrund, also bei mir zumindest. Und irgendwann hat das dann angefangen, dass man einfach gesagt hat, beziehungsweise einfach sich irgendwie fast nur noch in Skype gechillt hat. Man hat gezockt, aber nebenbei hat man sich eigentlich nur noch unterhalten. Und da kamen immer übelst die coolen Gespräche bei raus und einfach echt tolle Sachen, muss man einfach sagen. Und da habe ich mich so gefragt, warum haben eigentlich alle angefangen? Und ich kann mir eigentlich keinen anderen Grund... Also, als Grund kann man eigentlich nur sagen, dass man am Anfang einfach nur... Man wollte einfach spielen, man wollte besser als alle anderen sein oder man wollte einfach Spaß haben. Und heute sind wir einfach so an dem Punkt angekommen, wo irgendwie alle sagen, oh, COD, das ist ja voll tot und hier und da und dies und das. Was aber einfach gar nicht der Fall ist, sondern es hat sich einfach nur ein bisschen geändert, wie man das Ganze handhabt. Man spielt halt nicht mehr den ganzen Tag. Man sitzt halt viel in Skype und unterhält sich mit seinen Leuten. Und so ist es halt von ganz, ganz vielen Leuten, habe ich es auf jeden Fall gehört.
Und ich find's einfach noch nicht mal schlecht. Ich find's cool, ich find's gut, dass man sich viel unterhält, dass man Spaß hat, dass man wirklich diese Kontakte im Internet geknüpft hat und einfach da wirklich auch sein soziales Umfeld auch sozusagen pflegt, ja. Man könnte jetzt sagen, ja, okay, Zockerleute sind keine echten Freunde und so, aber für mich sind die Leute, die sowas sagen, einfach Leute, die keinen Plan von dieser sogenannten Online-Welt oder beziehungsweise von diesen Freundschaften haben, weil ich muss ganz klar sagen, ich habe auf jeden Fall zu meinen Online-Leuten auf jeden Fall wesentlich mehr Kontakt, muss ich einfach sagen. Einfach aus dem Grund, dass man nach Hause kommt, man macht den PC an oder man macht die Xbox an, man hat einfach Skype an, man sieht die Leute, beziehungsweise ja, man sieht sie vielleicht auch mal über die Cam, man redet mit den Leuten, man hat sie einfach, es ist einfach richtig einfach, man muss nicht immer rausgehen, man muss nicht immer da sein, man muss nicht immer face-to-face stehen, um einfach mal über was Wichtiges oder was, keine Ahnung, irgendwas, was einen gerade interessiert, zu reden. Und das macht das Ganze halt einfach so interessant und ich habe einfach, kann ich jetzt sagen, wirklich richtige Freunde gefunden. Es gibt natürlich für mich auch diese Leute, mit denen ich gerne zocke und die auch cool sind und das sind Kollegen, so nenne ich sie immer. Aber die Leute, die wirklich meine Freunde geworden sind, wie zum Beispiel Jonas, den ich schon besucht habe, wie Justin, den ich in Hamburg schon besucht habe, wie zum Beispiel Lukas, den ich in Köln besucht habe und jetzt bald wieder eine Woche in Köln bin. Da sind einfach Sachen entstanden, die hätte ich mir niemals vorgestellt. Ich hätte niemals gedacht, dass sowas geht und es sowas gibt, richtig. Und ich finde es einfach super krass, dass sowas daraus entstanden ist. Einfach nur daraus, dass wir irgendwann mal zusammen in den Lobbys waren und einfach zusammen zerstört haben oder einfach gegeneinander gespielt haben und einer hat auf die Fresse bekommen, der andere hat den anderen angeschrieben und so ist es einfach alles entstanden. Und ich finde das Thema einfach super cool und ja. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, mich würde es auf jeden Fall richtig interessieren. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz was zum letzten Video sagen, ja. Vielleicht denken einige von euch, ich habe mir die Sachen, die ihr geschrieben habt oder so, nicht durchgelesen, weil ich vielleicht auf Kommentare diesmal mal nicht geantwortet habe, weil ich das ja eigentlich sonst fast, also regelmäßig mache. Das Ding ist bloß einfach, ich wollte das einfach mal so laufen lassen, wie es da läuft. Ich wollte da jetzt nicht irgendwie eingreifen, ich wollte da jetzt nicht die ganze Zeit auf die Kommentare antworten, sondern einfach mal eure Sachen lesen und das einfach mal genießen, weil das, was ihr geschrieben habt, war einfach mega lieb und super nett und alles. Und ich habe mich einfach mega gefreut darüber, dass ihr, dass ihr mich unterstützen wollt und dass es euch gefällt, was ich gesagt habe und ihr das verstehen könnt. Und das hat mich einfach gefreut, dass, wie gesagt, das zu sehen, dass relativ viele gleich denken wie ich oder beziehungsweise ich auch Leute damit motivieren konnte, wie zum Beispiel Lukas, der dann danach zu mir in Skype gesagt hat, ich habe zum Beispiel, auch wenn sich das jetzt dumm anhört, er hat einfach gesagt, ja Digga, ich habe dein Video angeguckt und ich habe danach erstmal 2 Ranks in LoL gespielt, weil ich so motiviert war und er hat die halt auch gewonnen, weil er es einfach cool fand, so, er war wieder motiviert, er hat Bock auf Sachen und er hat gesagt, ja, jetzt nehme ich auch wieder mehr auf und sowas, einfach so, dass ich auch klein, also, was heißt kleinen Leuten, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht zu irgendwelchen Leuten sagen, dass ich einfach Leuten so ein bisschen Motivation geben konnte und einfach so vielleicht ein bisschen was zeigen konnte, dass ihr nicht alleine so denkt, ja, wollte ich einfach nur noch mal kurz so sagen, dass ich mir auf jeden Fall alles durchgelesen habe und es einfach wirklich schön fand, das zu lesen und, ja, natürlich nur Homo. Ich hasse das ja eigentlich, das immer zu sagen und dies und das. Ich lasse das auch sein, weil das ist einfach nur behindert. Aber naja, war auf jeden Fall cool, hat mir Spaß gemacht. Und ich werde diese Runde jetzt hier auch nicht zu Ende spielen, also ich werde dann gleich einfach beenden. Ich wollte euch einfach nur nochmal fragen, was haltet ihr von diesen Videos, die ich jetzt mache? Findet ihr das gut, dass dann nach jeder Runde mal kurz so ein Cut ist und das Thema dann in der nächsten Runde zum Beispiel weitergeht und ich einfach kein richtiges Cut kommt, wie zum Beispiel Lukas mache, sondern einfach nur so Cuts zwischen den Runden und ich dann einfach im Thema weiterrede? Weil ich mache sowas wirklich sehr gerne, mir hat das Video gestern einfach, ich hatte schon beim Aufnehmen, so wie jetzt gerade, dieses Gefühl, dass das Video einfach gut wird und es euch gefallen wird. Und das ist einfach das geilste Gefühl. Und ja, schreibt mir mal bitte wirklich eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ich euch heute erzählt habe zu dem Thema. Und was ihr davon heute haltet, dass ich jetzt solche Videos wieder mache, weil ich finde es einfach super geil. Und es gibt sowas momentan nicht, dass Leute wirklich live zocken und nebenbei einfach noch so richtig einen Commentary machen, sondern es gibt dann eigentlich nur dieses, oh Jungs, haben wir den? Let's go! Und sowas. Und keine Ahnung, da bin ich momentan nicht so auf dem Trip. Ihr werdet natürlich auch wieder andere Sachen von mir sehen. Mit meinem Team wird es Sachen geben, wo ihr einfach richtig spannende Matches zwischen mir und anderen Teams seht und so. Oder zwischen unserem Team und dem Gegnerteam.
Wird auf jeden Fall eine coole Zeit und ja, ich danke euch für all eure Komplimente, für eure Zustimmung und so weiter und so fort. Und ich will jetzt gar nicht mehr so weiter lang um den heißen Brei hier rumreden, beziehungsweise ich will jetzt einfach das Video beenden, weil ich es jetzt rendern will und heute natürlich noch hochladen will. Ja, ich würde einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt bitte wirklich den Kommentar rein und gestern übrigens 600 Likes geknackt wieder. Und ja, mal sehen, wie viel das heute wird. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es wieder ansatzweise daran rankommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.